previously during the investigation. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Thomas, did you see Nick here? When I got here, he was already like this. What are you doing? Get out of the way! I'll do it! George, stay back. She's trying to speak. No! It couldn't be! Nick! Oh, please, no! You got us good this time, Zach. Oh, I can't believe it, man. Now that's heavy. Me neither. When did Becky stop coming to work? I think it was like from the day Anna was killed, man. Yeah, that's right. She was totally depressed about something. Quint called for her to let us know she wasn't coming in for work. She must have been totally in shock, the poor thing. So you took the twins along to cheer her up? That's right, hon. If only I knew it would be like this, I'd have spent more time talking to her. You told me about a special secret between your children and Becky. Yes, of course. What about it? It seems Becky handed them an item before she was killed. Any idea what that might be? Now that you mention it, they had a box about this size, which they said was very important. That's it. I'd like to talk to them about this in person. Where are the boys now? They went out, actually, with Mr. Kaysen. They mentioned going to the community center today, hon. There is plenty of space to run around over there. Kaysen, do you know him well? Oh yeah, he's a good guy. He always brings us gifts from his road trips. The kids love him, so we let him take them out every once in a while. You know, for a little quality time with the missus. Okay, I understand. But the situation calls for urgency. I'll go and look for them myself. And if they come home without running into me, could you let us know? Sure, of course. I'll contact the department. Isaac and Isaiah aren't here. They're apparently out with Kaysen. Let's go look for them. With Kaysen? Sounds like a long story. Any ideas where to start looking? Lily told me where they went. No problem. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition Episode 2, Part 2, 11, Lost Child. Wie versprochen gab es nochmal das, was bisher geschah. Damit wir wieder voll im Flow sind. Und wir sollen jetzt zu Isaac und Isaiah fahren am Community Center. Und deswegen machen wir das auch direkt mal zusammen mit Emily. And today we're stuck here having to search for lost children. They're not lost, we're the ones who are lost. And so we are, Emily. Zach, we may as well have fun if we're getting lost. You sure know how to take your time in a time like this. Ist wieder fett abgenervt, die Emily. So. Also, Folge 27 von Deadly Premonition. Und wir fahren mal zum Community Center. Vorher vielleicht einmal tanken. Kommen wir gleich vorbei an der Tanke. Nämlich hier. Aha. Ist ja gut. So, ach guck mal, jetzt können wir ihn wieder briben. Dann werde ich das jetzt mal machen, denn das ging ja irgendwie bisher immer nicht. Jetzt muss ich mal genau darauf achten, was er brabbelt. Benjamin, my good buddy. Listen up. I got something new to tell ya. I'll tell you another one when I see you again. Okay, jetzt hat er irgendwie nur gesagt, dass wir da halt unser Auto am Junkyard upgraden können. Das wusste ich auch leider gerade so.
Und jetzt habe ich leider trotzdem noch nicht getankt. Ach, guck mal, was liegen da? 3 Medaillen. Geil. Was ist denn jetzt hier mit tanken? Ja. So, dann tanken wir mal bei ihr. Pump it up. So. Alles klar. Danke. Okay, frisch betankt können wir jetzt zum Community Center, wo der mysteriöse Sapling, was ist nochmal das Wort, das deutsche Wort für Sapling? Setzling, ne? Ja. Der mysteriöse Setzlingshändler Forrest Kaysen, dessen Initialen wir am allerersten Tag hier in Greenvale im Café unseres Morgencafés von Polly gesehen haben. Und ich habe schon wieder vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Whatever, jedenfalls ist der da mit den Kinnings. Und jetzt reden wir erstmal eine Runde mit Emily. I can't believe 2 people have been murdered in our town. And now 2 young children are at the center of it all. I just can't come to grips with it yet. Crime will happen wherever there are people. And that's why we have our jobs. Might be easier for you because you don't live here. These were people that I knew that were killed. And the murderer might be someone who lives here in this town. It's really depressing. I know. But someone has to bring this murder to justice. You're right, I know. But, well, Agent York, sometimes I just think I'm not really cut out to be a cop. Not true, Emily. You have the potential to be a superb law enforcer. You can be emotional at times, but you also possess what's most important. I do? What do you mean? What do you think? A sense of justice. Justice? I must admit, I'm surprised to hear such a... How should I say this? Such an obvious answer. I thought you'd say something else. Obvious or not, I joined the FBI in order to do what's right. And that's what's important. I understand. Ah, ich wollte noch gar nicht skippen. Let's continue our chat later. Mist. Dachte, es hört erst auf, wenn ich in den Kreis fahre. Naja, dann eben nicht. Lily, Isaac and Isaiah should be here. Isaach und Isaiah. Da sind sie doch schon, mit Hundi von Forrest. Hello again, Isaac and Isaiah. I hear you're teaching Willy to do tricks. What's your secret? It's easy. Really simple. If he does it right, we give him a treat. A cookie if he does it right. I see. Very clever. So, tell me. Could you perhaps tell me your other special secret with Becky? No, we can't. It won't be a secret if we tell. I'm not telling. We promised Becky. Now that's a problem. Because I also made a promise to Becky. I promised to catch the bad man word. But I can't keep my promise if I don't know what the secret is. Do you see? She told us to give Diane a box. It wasn't that heavy. We took it to the art gallery and gave it to Diane. Is that all Becky gave you? Just when we were leaving to take the box to Diane, Becky called us back. She handed us something. It was small and round. She told us to keep it safe in our pocket and give it to Diane. And then you met Carol on your way? Yep, I took the round thing out of my pocket, and we looked at it. And then she talked to us. We told her that we were on an errand for Becky. She said she'd do it for us. But we told her no, because Becky asked us, not her. We promised Becky to do it ourselves. So Becky did entrust the locket to them. And now Carol has it. Right, Kaysen? Huh? You were in the room when Carol took the locket back from Diane. I saw you with Diane in the art gallery that day.
Well, yeah, I was there in the room, but I was only chatting with Diane. Oh, then Carol burst in, all angry looking. While Carol and Diane had their talk, I just sat there like a frog. Yeah, so Carol took the locket from Diane, but that has nothing to do with me, right? Yes, I believe so. But from this instant, you are now a key witness in this case. I'm afraid you can't leave town until you hear from me. What? Can you do that? This is all starting to sound a little like Alice in Wonderland. Which makes you Humpty Dumpty. Huh? Isaac and Isaiah, thank you. I think I'll be able to keep my promise with Becky thanks to you two. How is Becky? Is she getting better? She'll come and help out at our store again, won't she? She'll come and play with us again, won't she? Das ist tot, Mann. About Becky. That's right. Becky is almost totally better now. But I don't think she'll be able to come and see you. I was told by Becky to keep this a secret. But she's actually a goddess of the forest, just like Anna. I think she's gonna be in the forest with Anna for a while. Cool! We'll keep this a secret then, too. Wow, that's why Anna and Becky are such good friends. Okay, Willy. Mm-hmm. You're happy too, aren't you? Zack, I hope Emily doesn't end up as a forest goddess too. Das wollen wir mal nicht hoffen, die gute M. Also jetzt hatte Carol das, also hat Carol das Locket. Wer war jetzt nochmal Carol? Also ich komme leider doch immer relativ schnell durcheinander mit den Namen. Aber vielleicht erfahre ich es jetzt nochmal. First, Diane, the owner of the art gallery. She was out drinking with Nick Cormack in a bar on the night Anna died. Nick confirmed this, and so she has an alibi. But then we have what Nick's wife Olivia told us. According to Olivia, Nick and Diane not only went to the bar, but also went somewhere else that night. Do you remember where that was, Zack? Oh, jetzt muss ich wieder Fragen beantworten. The art gallery. That's right, the art gallery. Before entering the gallery, Diane looked back towards Olivia, almost as though she saw Olivia in the dark. Mit leuchtenden Augen. Nick's behavior has also become more suspicious by the day. If Olivia is correct, then he is heavily involved in this case. But we have no conclusive evidence of that at the moment. The only thing we can say for sure is that Nick's whereabouts are unknown at the time of Becky's murder. He has no alibi for the crime, but that fact alone means nothing. So who was it that called Thomas to report trouble at Becky's place? Called Thomas? Quint. That's right. It was Quint, Becky's boyfriend. He went to her house and saw the tragedy. Ach so, das war Becky's Freund, weil er auch noch mitgeschnitten hat. About Becky's murder. I'm embarrassed and mortified. Killer struck again while we were on the case. We found her bitten off tongue. A massive amount of red seeds that poured out with the blood. And an inverted peace symbol, like the one seen at the site of Anna's murder. From the similarities, one can deduce that Anna's killer killed Becky. We also found one other important piece of evidence in Becky's room. Can you remember what that was, Zack? Das war natürlich ein Sketchbook. That's right. We found a sketchbook in Becky's room. She had apparently written a letter to her sister Diane. It revealed that Becky took a locket from Anna's body at the crime scene. She also admitted to borrowing a pair of Diane's stiletto heel shoes. So Miss Stiletto Heels was Becky.
There was something else at the end of the letter. It said that she handed the locket and stiletto heel shoes to someone. Do you remember who, Zach? Nah. Isaac und Isaiah halt, oder was? Ich weiß es nicht mehr. That's right, Zach. And from what Isaac and Isaiah told us, Carol offered to take the items to Diane, but the twins refused. They gave them to Diane themselves, as they had promised. For some reason, Carol wanted the locket. She ended up storming into the gallery to take it from Diane. And when Carol took the locket from Diane, Kaysen just happened to be there. Is Kaysen involved in this? Or was he just there by coincidence? I wonder what's so special about the locket, too. Why did Carol want it so badly? The questions are mounting. Come to think of it, Quint, the first witness, has no alibi for Becky's death. We checked the phone records, and his call definitely came from her house. Is it possible he attacked Becky and then called us from the scene? But everyone is suspicious one way or another. What should we do next, Zach? Okay, who's the most suspicious? Ich finde ja eigentlich Diane am meisten verdächtig. That's right. Becky's sister and Carol's enemy, linked to both Nick and Kaysen, the elegant owner of the art gallery. Zach, that's our next move. We'll start with Diane. Na dann. So, you want to find out everything there is to know about Diane? That's right. There's just too many things that we don't know. First, we need more intel about the relationship between Nick and Diane. How? Nick and Diane meet every night at the bar. Let's use that. George, we'll need you to stake out the gallery. What do you mean? Wait in the parking lot of the art gallery and tail Diane when she leaves. If she goes anywhere other than the bar, you let me know. Emily, you take the diner. Wait for Nick, and tail him to the bar, too. As with George, if he goes anywhere else, then you let me know. Okay. Thomas, you keep a watch on them inside the bar. Yes. Yes, I will. Hübsch lange Krawatte. Once Nick and Diane are together, I will follow them wherever they go. What time do they usually show up, Thomas? Around the same time. Usually between 22 and 2300. Then at that time we do it, boys and girls. Okay. Schon eine ganze Woche in Greenville. Ich habe ja kaum was eingesammelt hier. Jo, mal sehen, wie viel Zeit uns jetzt bleibt, bis es um 10 ist. Zach, we need to be at Carol's bar at 2200. Looks like we have some time to kill. We can go to the diner and see how Nick and Olivia are doing. Was ist denn eigentlich Carol's Bar? Eigentlich, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht im Blick. Was ist denn Carol's Bar eigentlich? Hier ist das Diner. Wo ist Carol's Bar? Das ist immer noch der Cope's Tunnel wahrscheinlich, der markiert ist. Ist das Carol's Bar? Galaxy of Terror. Carol. Ach da.
Ich hab's irgendwie jetzt immer noch nicht gecheckt, wer genau Carol ist. Das nervt mich gerade ein bisschen. Na gut, gehe ich erstmal zum Diner. Erstmal zum Diner. Da läuft Kaysen wieder rum, ey. Er schleicht auch immer ums Diner, als ob nicht Gutes im Schilde führt. Zack, is there something here that you want to check out? We need to be at Carol's bar at 2200. We're free until then. Ja, deswegen gehe ich ja hier jetzt rein. Achso, vielleicht kann ich jetzt mich mal in die Küche schmuggeln. Ah, sieht ganz so aus, oder? Jawohl. Naja. Oder doch? Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Then perhaps you would give me your permission to enter. No. Okay. Leider doch nicht. Wer weiß, wann ich hier mal reinkomme. Kann ich mit Olivia talken? erstmal talken. Und jetzt bitte nochmal das Menü. Okay, was gibt's denn? Cornbread, Roast Turkey. Das ist alles so, finde ich. T-Bone Steak. Stew mit Clams. Chicken Pot, Omelette containing fried rice. Das klingt ganz lecker. Zwiebelringe. Macaroni-Salat. Süßkartoffelpie. Hm. Kann mich gar nicht entscheiden. Aber ich habe nicht so viel Hunger. Dann nehme ich einfach mal nur den Macaroni-Salat. Oder? Ne, die Onion Rings. Ich nehme mal die Onion Rings. Ja, hat sich gelohnt. Hunger gestillt. So, haben wir hier noch was? Speichern kann man ja nicht genug in dem Spiel. Blum. Hier kann ich auch drauf gucken. Oh, hier kann ich Rezepte mir abholen. Geil. Was kann ich mit denen dann machen? Eier Benediktiner Art. Was ist denn das nochmal? Ich muss mir das gleich mal im Inventar angucken. Oh, hier ist nix. Okay, schau ich mal, ob ich die jetzt, wo ich die jetzt habe. Hier. Zutaten. Sauce Hollandaise, 3 Eigelb, 2 Teelöffel Zitronensaft, 1/2 Tasse ungesalzene Butter, Salz, weißer Pfeffer. Ach, guck mal, das kann ich halt dann selber mir wahrscheinlich, kann ich mir wahrscheinlich selber kochen halt. Alles, was rot ist, habe ich halt noch nicht. Und alles, was nicht rot ist, habe ich vielleicht schon. Ups. Verstehe ich das richtig? Denke ja. Dann muss ich das mal bei Gelegenheit probieren, wenn ich wieder in der Milk Barn bin und mir da mal sowas zusammen kaufen. Ansonsten kann ich jetzt hier nicht viel machen, obwohl, konnte ich nicht gerade mit jemandem reden hier? Ne, sah gerade kurz so aus. Mal gucken, was mit Nick los ist, aber der ist irgendwie nicht ansprechbar. Der macht schön Armbrot für die Gäste. Gut, dann gehe ich eben mal raus.
Und ja, guck nochmal auf die Map, ob ich irgendwas Spannendes noch machen kann in den letzten Minuten dieser Folge. Ansonsten, so viel Zeit ist ja auch nicht mehr bis um 10, aber ein bisschen was könnte man noch erledigen. Aber was? So. Wer ist das? Ah ja, hier muss ich ja hin. Oder hier muss ich hin. Naja, ich könnte da ja auch mal hinfahren und einfach mal gucken. Oh, guck mal, Isaac und Isaiah, da könnte ich hinfahren. Die haben irgendwie zwei Nebenmissionen für mich. Okay, dann mache ich das. Ich fahre erstmal hier hin und dann weiter zu Isaac und Isaiah. Ja, das ist ein guter Plan. Ausfahren, bitte. So, jetzt werde ich auch mal sehen, wessen Bar nun die von Carol ist. Das ist diese Weinkneipe. Okay, da muss ich hin. Da muss ich hin um 10. Und hier kann ich aber irgendwie schon vorher mal reingucken. Dann mache ich das mal. Da war ich ja auch noch nicht drin. Wo ist das hier? Das ist die Galaxy of Terror. Was für ein schöner Name. Einladend, würde ich sagen. Einladend. Da ist Thomas am Start. Am Kellner. Mal sehen, ob alles klar ist. Hey. Was gibt's hier? Es gibt den Miss Stiletto Heels. Ja. Geil. Horseneck, Angel Kiss, Exorcist, Pancakes. Okay, es gibt ja also auch schön Essen und Trinken. Kann ich hier noch mit dem am Reden? Carol ist fett am Absingen. Aber ich kann mit ihr nicht reden. Da, da, da. Okay. Ja, dann eben nicht. So, dann fahre ich jetzt noch schnell rüber. Fahre ich jetzt noch schnell rüber? Ja, ich fahre jetzt noch schnell rüber zu Isaac und Isaiah. Zu Isaac. Mal sehen. Wo war das hier? Ach, guck mal, hier kann ich direkt... Ah! Um Gottes Willen. Die Autos sind ganz schön spät reingespawnt worden. Oh Gott. War das nicht hier? Doch, ne? Hier. In dem Häuschen dort. Na. So, hier. Nämlich. Ach, das Klosett. War nicht gerade hier? Da sind sie ja auch noch. Mal sehen. Vielleicht. Ja, wenn sie hier sind, wieso ist das Haus dann zu? Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Aber ich kann vielleicht hier durch die Garage rein. Nee. Ah, hier ist aber was. Ein... Ah, eine Dingsbums.
eine Brechstange, der gute alte Brechi. Um mal Bart Simpson zu zitieren. Ja, sehr gut. Wir haben es gesehen. Okay, was haben wir hier noch? It's locked. Ja, okay. Dann ist es wahrscheinlich jetzt einfach schon zu spät. Aber ich kann vielleicht reingucken, wenn die hier angeblich drin sind. Take a peek. Ah, da sind sie. Ein Zimmer weiter. Muss ich ein Fenster weiter rechts nochmal reingucken? Ganz schöner Stalker irgendwie, komme ich mir so ein bisschen so vor. Werd aber dafür anscheinend bezahlt. Ich schau mal hier rein. Take a peek! Schokolade habe ich auch noch nicht gefunden, oder? Glaub nicht. Okay, also. Oh, da liegt eine Gitarre. Aber sie sind in dem Nebenzimmer und gucken wahrscheinlich gemütlich Fernsehen mit ihren Eltern. So soll es sein. Und ich begebe mich dann jetzt gemütlich zum nächsten Telefon. Ich bin der Telefonmann. Und dann sind wir in der nächsten Episode wieder zusammen, um unseren Stakeout durchzuführen, mit Hilfe von Thomas, Emily und George. Das Dream Team des örtlichen Sheriff Departments und der coole Agent York aus, weiß ich gar nicht, aus Washington DC halt, vom FBI. Und dann wissen wir vielleicht eher, wie Carol nun genau zu Diane und allen anderen steht. Wo ist denn das nächste Telefon? Ach, guck mal, da ist das nächste. Dann fahre ich mal dahin. Ist übrigens immer ganz praktisch, wenn ich hier so manchmal mitsumme, weil ich dann unglaublich das Telefon verpasse, aber weil ich auch unglaublich gut meine Audiospur zu meiner Videospur synchronisieren kann. Es hat also nicht nur Unterhaltungswert. So, save it. Und dann nächstes Mal weiter mit unserem Stakeout. Bis dahin, euer Dread.